Auch wenn Katzen in der Regel als einfaches Haustier gelten, ist es nicht ganz einfach, sich um sie zu kümmern. Du musst auf jede ihrer Launen eingehen, schon bevor sie dich darum bitten, sonst riskierst du, dass sie dich angreifen. Es gibt einfache Möglichkeiten, deine Möbel vor dem Zerkratzen zu schützen, immer fellfreie Kleidung zu haben und sie davon abzuhalten, alles zu zerstören, was ihnen in die Quere kommt. Hier sind 12 Lifehacks, die dein Leben als Katzenbesitzer viel einfacher machen. Nummer 12. Trocknertücher für das Fell. Egal, ob deine Katze gerne kuschelt oder nicht, du kannst wahrscheinlich nicht aus dem Haus gehen, ohne mit Fell bedeckt zu sein. Natürlich könntest du für den Rest deines Lebens jeden Zentimeter deiner Kleidung mit einer Fusselrolle versehen, aber das würde dich jeden Tag viel Zeit kosten. Besorge dir stattdessen ein paar Trocknertücher, am besten solche, die für die Entfernung von Tierhaaren gedacht sind, und wirf sie zusammen mit deiner Kleidung in den Trockner. Das sorgt nicht nur dafür, dass deine Kleidung ohne Fell herauskommt, sondern schützt auch deinen Trockner davor, durch das Fell verstopft zu werden. Nummer 11. Halte das Katzenfutter versiegelt. Katzenfutter ist in der Regel die einfachere Alternative, als das Futter für deine Katze zu Hause zuzubereiten. Es ist trocken, kann jederzeit ausgegossen werden und ist super praktisch. Aber wenn du es nicht richtig lagerst, kannst du eine Menge davon wegwerfen. Vor allem, wenn du größere Säcke kaufst. Verschließe den Beutel mit dem Katzenfutter, auch wenn du nur noch ein paar Portionen darin hast. Auf diese Weise bleibt es immer frisch und deine Katze wird alles auffressen. Nummer 10. Halte einen gefütterten Behälter in der Nähe des Katzenklos. Viele Menschen schaufeln das Katzenklo nicht so oft, wie sie eigentlich sollten. Das kann man ihnen nicht verübeln, denn es ist nicht die beste Erfahrung. Aber Katzen sind Sauberkeitsfanatiker. Und wenn ihr Katzenklo nicht in einem tadellosen Zustand ist, pinkeln sie überall hin. Damit das Ausleeren schnell und einfach geht, stellst du einfach einen mit Müllsäcken ausgekleideten Behälter in die Nähe des Katzenklos. Schaufle den ganzen Tag über und entsorge die Müllbeutel am Ende des Tages. So hast du nicht das Gefühl, dass du einen Berg von Kot wegräumen musst. Das hält die Katzentoilette sauber und macht dir das Aufräumen leichter. Alles in einem Rutsch. Nummer 9. Halte immer einen Urinreiniger zur Hand. Katzen sind in der Regel ziemlich gut darin, nur dorthin zu pinkeln, wo sie sollen. Aber wenn sie schlechte Laune haben oder etwas sie stört, pinkeln sie überall hin, sogar in dein Bett. Wenn du das Pipi einfach stehen lässt, wird die Katze ihren eigenen Geruch riechen und immer wieder dorthin pinkeln. Deshalb ist es wichtig, dass du immer einen Urinreiniger zur Hand hast. Egal, ob es eine selbstgemachte Mischung aus Orangenschalen und Essig, einfaches Wasserstoffperoxid oder etwas Gekauftes ist. Reinige und besprühe die Stelle sofort und lass sie dann vollständig trocknen, damit der Unfall nicht noch einmal passiert. Nummer 8. Richte einen Ruheplatz am Schreibtisch ein. Fast alle von uns haben in den letzten Jahren von zu Hause aus gearbeitet. Und wenn es etwas gibt, das alle Katzenbesitzer mindestens einmal erlebt haben, dann ist es, wie sehr Katzen es lieben, auf die Tastaturen zu plumpsen. Das sieht zwar niedlich aus, aber wenn Katzenhaare auf der Tastatur landen, bekommt der Begriff klebrige Tasten eine ganz andere Bedeutung. Du kannst das ganze Debakel vermeiden, indem du ihnen eine kleine Pappschachtel hinstellst. Auf diese Weise fühlen sie sich mit einbezogen, sodass deine Tastatur vor all dem Dreck geschützt ist, der dort hineingelangen könnte. Nummer 7. DIY-Kratzflächen. Die eine Sache, die fast jeder Katzenbesitzer schon einmal erlebt hat: Kratzer. Es ist eine Tatsache, dass Katzen an allem kratzen, was sie mit ihren kleinen Pfoten erreichen können. Damit deine Möbel nicht zerkratzt werden, solltest du deinen Katzen viele Flächen zum Kratzen zur Verfügung stellen. Das müssen keine teuren Kratzbäume sein, sondern du kannst einfach ein paar Teppichreste zusammenrollen und sie überall in deiner Wohnung verteilen. Außerdem sollten die Krallen regelmäßig gepflegt werden, damit die Pfoten deiner Katze auch dann gepflegt bleiben, wenn sie die ganze Zeit im Haus bleibt. Mit all diesen kratzigen Alternativen werden deine Katzen deine Möbel in Ruhe lassen. Nummer 6. Pflanzen von Katzengras und Katzenminze. Viele Menschen verwenden Katzenminze, um ihre Katzen zu beruhigen, wenn sie ängstlich oder launisch sind. Du kannst sie zwar kaufen, aber vielleicht ist es besser, wenn du sie selber anbaust. Zusammen mit etwas Katzengras hast du einen ganzen Garten, in dem sich deine Katze gerne aufhält. Und das Kauen des Grases hält auch ihren Magen gesund. Eine beruhigende, nicht zerstörerische Beschäftigung, die deine Katze den ganzen Tag über beschäftigt. Nummer 5. DIY-Deo für das Katzenklo. Selbst wenn du parfümiertes Katzenstreu verwendest, kann es ohne Vorwarnung sehr stinken. Egal, ob du mit dem Schaufel nachkommst. Im Laden gekaufte Deodorants funktionieren zwar gut, können aber ziemlich teuer werden. Anstatt Unmengen davon zu kaufen, kannst du auch selbstgemachte Alternativen, wie zum Beispiel Backpulver, verwenden, damit alles schön sauber riecht.
Nummer 4. Besorge ihnen Trockenshampoo. Katzen müssen nicht so oft gebadet werden wie Hunde. Sie sind ziemlich gut darin, sich sauber zu halten, aber sie können trotzdem manchmal ein bisschen stinken. Das Problem tritt auf, wenn du sie im Winter nicht baden kannst, denn sie können ja krank werden, wenn sie nass und kalt sind. Eine vorübergehende Lösung kann sein, deine Katze leicht mit katzenfreundlichem Trockenshampoo zu bestäuben. Auf diese Weise kann sie etwas länger ohne Bad auskommen und stinkt nicht so sehr. Nummer 3. Gib ihnen ein echtes Badezimmer. Ein Fehler, den viele Menschen machen, ist, die Katzentoilette an einem abgelegenen und verschlossenen Ort aufzustellen. Zum Beispiel in einem Lagerraum, einem Schrank oder unter der Treppe. So bleibt das Katzenklo zwar außer Sichtweite, aber die fehlende Belüftung sorgt dafür, dass du es überall riechen kannst. Anstatt es in verschiedene Ecken des Hauses zu verstecken, solltest du die Toilette oder ein zusätzliches Badezimmer für die Katzen reservieren. Auf diese Weise kann das gesamte Badezimmer regelmäßig gewaschen werden, wodurch der Raum sauber bleibt und die Gerüche in Schach gehalten werden. Eine viel einfachere Lösung. Nummer 2. Schweberegale als Sitzplätze verwenden. Auch wenn Katzen nicht so energiegeladen sind wie Hunde, müssen sie unterhalten werden. Sonst zerstören sie aus Langeweile dein Zuhause. Das mag vielleicht ein bisschen zu dramatisch klingen, aber sie werden buchstäblich anfangen, Dinge von den Tischen zu werfen. Katzen lieben Zerstörung. Es sei denn, du kannst ihnen einen schönen, hohen Platz besorgen, an dem sie ihre Umgebung überblicken und beobachten können. Sitzstangen und Kratzbäume, die für Katzen gemacht sind, können ziemlich teuer sein und es gibt keine Garantie, dass sie in deine Wohnung passen. Eine bessere Alternative ist es, ein paar Schweberegale als Sitzstangen zu verwenden. Du kannst sogar eine ganze Wand aus Regalen aufstellen, in denen die Katze herumlaufen kann, um den perfekten Sitzplatz zu finden. Am besten stellst du sie in der Nähe von Fenstern auf, damit sie auch dann, wenn in deinem Haus nicht viel los ist, ein paar Vögel verfolgen und sich amüsieren kann. Je länger sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, desto weniger Zeit haben sie, dein Haus zu zerstören. Nummer 1. Besorge dir Fensterpflaster. Katzen, die nach draußen dürfen, neigen dazu, an den Fliegengittern zu ziehen und zu versuchen, sie zu öffnen, selbst wenn die Fenster verschlossen sind. Aus diesem Grund müssen die meisten Menschen mit einem riesigen Griff in der Ecke des Fenstergitters zurechtkommen. Während das in den kalten Wintermonaten noch in Ordnung ist, kann es zu einem ziemlich großen Problem werden, wenn die Käfer einfach in dein Haus fliegen. Der Austausch eines ganzen Fenstergitters kann auch ziemlich teuer werden, vor allem wenn mehrere Fenster betroffen sind. Eine einfachere und schnellere Lösung ist es, sich einen Vorrat an Fensterpflastern anzulegen. Dabei handelt es sich im Grunde um einen Flicken aus Drahtgeflecht, der ganz einfach auf dein Fenstergitter geklebt werden kann und den Schaden sofort behebt. Wenn deine Fensterscheiben noch nicht betroffen sind, kannst du sie auch mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Katzen mögen es nicht, wenn etwas Klebriges ihre Pfoten berührt. Selbst wenn sie versuchen, danach zu greifen, werden sie sich zurückziehen, nur weil ihre Pfoten klebrig geworden sind. Auf diese Weise musst du die Fliegengitter gar nicht mehr reparieren. Alles klar! Kommentiert unten, welche dieser Katzenhacks für euch die Rettung wären. Vergisst nicht, das Video zu liken, Inforama zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um mehr zu erfahren. Wir sehen uns im nächsten Video.